Mehr Freiheit und Sicherheit, mehr Wohlstand und tiefere Steuern, mehr Eigenverantwortung und Unabhängigkeit. Das ist das Fazit vom Entwurf vom neuen Parteiprogramm der SVP für die nächsten 4 Jahre. Der Entwurf wird jetzt von den Kantonalparteien diskutiert und am 4. Dezember am SVP-Parteitag verabschiedet. Der Titel vom Parteiprogramm lautet «SVP, die Partei für die Schweiz». Könnte der Titel nicht auch jede andere Schweizer Partei für sich in Anspruch nehmen? Nein, der Titel kann nicht jede andere Partei für sich in Anspruch nehmen. Weil die SVP ist die Partei, die für die Schweiz einsteht, für die Werte, die das Land stark gemacht haben. Für die Unabhängigkeit, für die Freiheit, für die Selbstbestimmung. Das sind letztlich die Werte, die ja die Schweiz auch ausmachen. Und die anderen Parteien, zum Beispiel mit dem Streben nach einem EU-Beitritt, unterlaufen die Werte systematisch. Das neue Parteiprogramm zeigt auf 84 Seiten die Eckpfeiler der SVP. Inwiefern unterscheidet sich das neue Programm vom alten? Gibt es andere Akzente? Es ist auf jeden Fall alles aktualisiert, jedes Kapitel neu geschrieben und es sind neue Kapitel dazugekommen, zum Beispiel Eigentum, Umwelt oder auch Religionen. Neutralität und Unabhängigkeit, Stichwort kein EU-Beitritt. Das bleibt weiterhin eines der Kernziele der SVP. Rennt die SVP damit nicht offene Türen ein? Im Moment zieht doch niemand ernsthaft einen EU-Beitritt in Erwägung. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Natürlich hat die FDP das verzapft. Das ist vielleicht schon ein Einfluss von unserer Politik. Aber in der täglichen Arbeit sieht es anders aus. Die Regierung, die Mehrheit vom Parlament, die Verwaltung, wenden die Europäische Union, denken Tag und Nacht nur darüber nach. Entschuldigung, die Verwaltung nicht auch noch zur Nacht, aber während der Bürozeiten. Die SVP will mehr Sicherheit in unserem Land. Ist die Schweiz dann unsicherer geworden? Wir haben in der Tat leider immer mehr Kriminalität bei uns im Land. Das merken vor allem die Jungen, zu Abend und zu Nacht im Ausgang, aber auch alle anderen, die zu Abend und zu Nacht auf den Heimweg müssen. Vor allem ausländische Jugendgangs und ausländische Kriminelle sorgen für Unsicherheit. Aber auch zum Beispiel im eigenen Schlafzimmer ist man nicht mehr sicher. Sogenannte Schlafzimmerräuber betreiben fast täglich ihr Unwesen. Und das grosse Problem ist natürlich die Ausländerkriminalität. Zur Lösung von dem Problem hat die SVP die Ausschaffungsinitiative lanciert. Über das können wir am 28. November abstimmen. Aber es ist auch wichtig, dass die SVP sich einsetzt für mehr Sicherheit, weil Schweizerinnen und Schweizer die brauchen und die wollen mehr Sicherheit. Wir müssen unserer direkten Demokratie Sorge geben. Das ist ein weiterer Punkt. Ist die direkte Demokratie denn in Gefahr? Die direkte Demokratie ist herausgefordert durch die Globalisierung, die auch Vorteile hat wirtschaftspolitisch, aber die mehr und mehr dazu führt, dass übergeordnetes Völkerrecht, sei das jetzt von der UNO gesetzt weltweit, sei das in Europa, die Rechte des Bürgers mehr und mehr eingeschränkt werden. Und das wollen wir nicht hinnehmen. Es soll der Bürger sein, der Souverän, der weiterhin an oberster Stelle Recht setzt. Weil wir wollen nicht, dass andere uns diktieren, speziell nicht fremde Richter. Das ist gegen das Erfolgsrezept Schweiz. Die SVP will mehr Wohlstand und tiefere Steuern. Das sind gute Slogans im Vorwahljahr. Nur, sind sie auch realistisch? Ja, die SVP hat schon die letzten paar Jahre bewiesen, dass wir die Partei sind, die für die Prosperität der Schweiz. Und letztlich kann man das nur erreichen, wenn man sich fokussiert auf die Kernaufgaben des Staates. Und zwar durch tiefere Steuern. Die SVP hat keine höheren Steuern zugestimmt. Die SVP ist die Partei, die schaut, dass die Leute mehr Geld im Portemonnaie haben. Und wie erreichen wir das, indem wir es nicht immer noch mehr belasten? Zum Beispiel durch den Ausbau unserer Sozialwerke. Jetzt steht auch der Wahlslogan für die Wahlen 2011 fest. Schweizer wählen SVP. Wie viel Prozent Wähleranteil will die SVP erreichen? Wir wollen zulegen. Die Schweiz muss gestärkt werden. Das kann man durch eine stärkere SVP erreichen. Alle die Leute, die SVP wählen, tragen dazu beitragen, dass wir im Parlament mehr Kraft entwickeln können für die Schweiz und für unsere Werte. Und wir wollen das Ziel erreichen, indem wir über die magische 30% Wähleranteilgrenze auskommen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel und dazu brauchen wir die breite Unterstützung der Schweizer Bevölkerung.